Da hat man aber auch so eine kleine Bestätigung. Reiche Menschen sind oft die ärmsten Schweine, weil sie einfach vom Charakter so sowas von Kacke sind. Ihr Arschgeburten, euch werde ich auch noch fertig machen. Weil sie vom Charakter so scheiße sind und einfach, ja, vom Mensch her, ey, einfach nicht, also wenn sie von Anfang an stinkreich sind, so von klein auf, dann sind sie einfach unglaublich ekelhaft, einfach, hallo, ich habe, ist das zu fassen, meine Babys sind krank. Ja, Babys, wo sind sie? Sieh sie dir an, sie sind total verwelkt. Oh, die meinen sie, sie haben einen wunderschönen Garten. Nicht so viel reden, sondern gießen. Es ist ihr Garten, warum gießen sie nicht selbst? An die Arbeit, ich werde dich im Auge behalten. Bringen wir es einfach hinter uns. Es ist unmöglich, mit diesen Leuten vernünftig zu reden. Ja, diese Leute... Hallo? Ja, natürlich können wir das was an... Alter, das haben wir schon gesehen! Ja, ja, Bäume gießen, bla bla bla. Das haben wir schon selber durch Entdecker-Skill herausgefunden, ja? Also bitte. Also hier die verkackten Snobs sind das beste Beispiel dafür, wie schlecht reiche Menschen sein können. Vom Charakter her. Es gibt kein besseres Beispiel. Ah, super, wie der dämliche Pfosten im Weg ist, ey. Wo ist noch mehr? Na, natürlich hat es nicht... Willst du mich verarschen? Bats! Alter. Das sind Bäume! Wieso sollte man Bäume gießen? Hier! Nimm du mal eine Dusche, um dich abzukühlen, du blöde Fotze, ey. Was machst du da, reiche Frau? Ja... Hier, den mache ich. Ertrinke. Ich warte so lange, bis der Boden leer ist. Boah, ekelhafte Kotzkrücken, ey. Boah, die regen mich voll auf. Mann. Und... Flatsch. Und... Flatsch. Hey, das sind Steinchen. Wo, was, wie? Ah. Flatsch. Freude. Oh, welch Freude. Diese Mission kann man nicht ernsthaft spielen. Man muss einfach Mist bauen. Ansonsten kriegt man hier einen Rappel, ey. Bei diesen ganzen Kotzkröten. Yeah. Das waren die letzten. Hauserin Bescheid sagen, dass ich fertig bin. Ja, natürlich. Wir werden auch nicht mal bezahlt von diesen... Die habe ich im Pinkeln. Ich habe ihre blöden Pflanzen gegossen. Hier ist ihre Sendung. Oh, eine Einladung zu einer Party. Und dann bist du doch nicht meine Dienerin, sondern die eines anderen. Ich diene niemandem. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was soll ich nur anziehen. Die ist schon wieder in ihrer Welt. Und ich habe meine Aufgabe, ist erledigt. Wiedersehen. Boah. Schon mal wappnen. Gib für mich einen Villa. Nein, ich will nicht. Da hinten am Arsch der Welt. Ich will nicht. Wir sind unmöglich. Wo ist eigentlich der Superkreuzer? Ah, hinten fliegt er. Warte mal, wir schießen ihn gleich ab. Habe ich gerade so beschlossen. Oh, einmal kurz aufladen. Danke. Jetzt sind wir bei Villa des reichen Pinkels. Die Pinkels. Wer kennt sie nicht, die reichen Pinkels? Ja. Eben sammeln ein Steinchen. Ich meine Fettmoppel. Ich mach euch fertig! Yeah, super.
Das hat super funktioniert. Ich bin begeistert. Fabulös war das einfach. Der Obershit. Ah, ich wollte schon sagen, hier ist nichts. Aber das kann doch gar nicht sein. Doch gesehen, dass hier noch was sein muss. So. Genau, da unten waren noch welche. Wow, das war eine Bruchlandung. Vom Feinsten, vom Allerfeinsten. Soll mal jemand besser machen. Geht gar nicht, hey. Und auf diesem Channel gibt es das beste Gravity Rush 2 Let's Play aller Zeiten. Woohoo! Yay! Wow! Ja, da wollen wir mal. Noch die beiden und da hinten die beiden einkassieren. Warte, einen Bogen um die Tür machen. Mein Papa hat Beziehung. Ja, eine Beziehung mit seiner Haushälterin wahrscheinlich. Niemand zu Hause. Vielleicht sollte ich mich auf der Insel umsehen. Ja, toll. Mein Papa hat Beziehungen. Yay, zur Putzfrau. Weil die geiler ist als meine Drecksmutter. Hey, Typ. Jo, was geht? Das macht mich fertig. Wo ist er dieses Mal nur hingegangen? Entschuldigung, bist du hier der Besitzer? Hey, hast du den Besitzer des Hauses gesehen? Den Besitzer? Ich weiß nicht genau, von wem du sprichst. Das ist doch nicht so schwer. Vom Besitzer dieses Hauses. Er hat darauf bestanden, wieder einmal Verstecken zu spielen. Sag nicht, der Besitzer ist ein Kind! Finde ich ihn nicht, wird er sauer und lässt seine Wut an den Dienern aus. Oh nein, soll ich bei der Suche helfen? Ich muss ihn sowieso finden, wenn ich ihm die Einladung überbringen will. Das wäre großartig, er muss hier irgendwo sein. Allerdings sucht er sich immer die seltsamsten Orte des als Versteck aus. Keine Sorge, ich finde ihn. Ja. Finde den Hausherrn. Suche am besten alles von oben bis unten ab. Die sonderbarsten Orte. Ach, hier ist es auf dieser Insel wieder. Ah, alles klar. Vielleicht auf dem Dach? Wenn jetzt auf dem Dach ist, ne? Green Rappe. Okay, hier ist schon mal niemand. Okay, wir machen keine Bruchlandung. Ich möchte gerne sanft wie eine Katze landen. Wo könnte er sich verstecken? Ja, wo nur? Wenn ich wüsste, wen ich überhaupt suchen muss, ne? Ist es ein Kind? Ist es ein Hund? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wir sind auf der Insel, wo die Party ist, oder nicht? Hallo? Möchte, danke. Verdiener hat erwähnt, dass er seltsame Verstecke mag. Ja, die ganze Obrigkeit hier ist seltsam. Diese ganze verkackte Insellandschaft. Zu viel Pokémon gespielt. Diese ganze Insel hier ist seltsam. Die Typen hier sind alle seltsam. Wer ist mit dem Friedhof? Da würde ich ihn gerne hinbuxieren. Egal wer er ist. Wow, wow, wow. Alter Finne. Irgendwo auf der Spitze der Insel. Auf der Spitze der Insel? Auf der Spitze der Insel, also ganz oben, oder nicht? Ich habe doch hier oben geguckt. Es ist doch die Spitze der Insel, oder? Ja, unter der Insel. Also wenn, möchte ich wissen, wie. Ja, okay, mit so einem Luxusschlitten. Hm, wieso parken hier ein Luftboot? Ja. Okay, wir werden sowieso zu diesem. Hier waren noch diese Megamoppel, ne? Tatsächlich. Und hier waren die ganzen Steinchen. Ich erinnere mich. Ist ja noch nicht mal eine halbe Stunde her. Na bitte, Sie müssen der Kerl sein, der sich ständig versteckt.
Ich kenne dich nicht. Bist du eine neue Dienerin? Nein, ich soll nur etwas bei Ihnen abgeben. Eine Einladung? Was für eine Party sie wohl geplant hat. Dürfte ich Sie fragen, warum Sie ständig Verstecken spielen? Ihre Diener sind völlig am Ende. Sie waren am Ende? Wirklich? Aber das ist ja wunderbar. Was? Die anderen Spiele wurden echt langweilig. Ich mag es, andere Leute zu stressen. Hört sich nicht an, als würde dieses Spiel den anderen gefallen. Puh, alle Einladungen überbracht, dann muss ich wohl zurück. Ich bring dich um! Alter, ich mag es, andere zu stressen, weil ich was Besseres will, weil ich bin reich und die anderen nicht. Pisser. Kotzkrücke. Ich nominiere sie alle zu Kotzkrücken des Jahres. Ich bin zurück und habe alle ihre Einladungen verteilt. Schön, dann kannst du mir als nächstes Benzin vom Markt besorgen. Das wird in Kisten wie diesen da verkauft. Als nächstes? Davon war nie die Rede. Oh, jetzt hörst du dich an wie meine Diener. Dabei wollte ich dich gerade für deine Hilfe belohnen. Na schön, aber das ist der letzte Auftrag, den ich übernehme. Jetzt ist es zu spät, um aufzuhören. Danke, Cat, du bist ein Schatz. Ja, das Benzin einfach dort ab. Ja, hol das Benzin vom Markt. Freude. Was will sie mit all diesem Benzin? Was soll's? Ich lege mal besser. Ja, wahrscheinlich möchte sie sich selber und die anderen abfackeln, womit sie der gesamten Welt einen riesen Gefallen tun würde. Na, Huni Wuni! Alles klar bei dir? Hundi! Hundi! Idiotenhundi! Komm, wir nehmen den Hund mit. Oh nein, er ist mir runtergefallen. Tschüss, Hundi. Boah, voll gemein, ich weiß. Alter, jetzt müssen wir den ganzen Weg hin und her fliegen. Ernsthaft? Boah, sind das ekelhafte Personen, ey. Man muss sich echt ein Bein ausreißen, um diese Pisser glücklich zu machen. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, jetzt sind wir wieder in menschlichen Gefühlen gelandet. Oh, wahnsinnig schön hier. Die Menschen sind gleich viel angenehmer. Dabei habe ich sie noch nicht mal gesprochen. Boah, ist das ekelhaft. Jo, hi, was geht? Ich soll die Benzinlieferung abholen. Oh, dann bist du eine von Madames Dienerin. Das Benzin ist da drüben in der Kiste. Nimm sie einfach mit. Sie hat im Voraus bezahlt. Wozu brauchen die Leute in Lajavina eigentlich all das Benzin? Sie haben ein Monopol auf den Verkauf. Ich kann die Nachfrage kaum decken. Die leben sicher nicht sehr umweltbewusst. Die Leute unten in den Hausbooten haben kaum genug, um ihr Wasser zu erhitzen. Wenn sie ihnen so furchtbar leid tun, warum haben sie dann nichts für sie, heben sie dann nichts für sie auf? Damit ich mein Geschäft verliere? Sorry, aber in dieser Stadt regiert das Geld. Diese Stadt hat große Probleme. Ja, und zwar Geld. Bring die Scheiße zur reichen Fotze. Alles klar. Trage ich etwa auch zu diesen Problemen bei? Immerhin liefere ich dieser Frau ihr Benzin. Da bin ich nicht besser als dieser Händler. Es gibt sicher viele, die das Benzin mehr brauchen als sie. Miau. Kleine Planänderung, Dusty. Wir bringen es nach Lai Algona zum zornigen Tausendfüßler. Oh, finde ich nett. Sie wird es schon verstehen, sie wird es nicht verstehen. Aber wir setzen damit ein Statement. Scheiß auf die Reichen. Scheiß auf die Reichen. Die Armen werden sich freuen. Aber machen wir mit Vollgas. Warte mal. Weiter Knopf. Wir speichern das einmal kurz zwischen. Speichermenü. Ja, da bin ich richtig. Wir speichern das einmal kurz zwischen. Immer das alte überschreiben. Yo. Babam. Dann möchte ich das noch einmal speichern. Ja. Will ich jetzt Option notieren nach? Okay.
Ja, ich brauche es nicht nochmal speichern. Wir haben es gespeichert. Wir können, wenn ich dran denke, können wir das einfach nochmal von hier aus starten. Und dann mal gucken, was passiert, wenn wir sofort zu der Reichen verliegen. So erstmal an die Armen verteilen. Gut, dass ich alles abgefrühstückt habe. Ach, hier ist halt wieder diese schöne Musik. Okay. Ich lande hier oben, damit ich ein bisschen laufen muss. Ich mag die Musik, ey. Die Musik ist echt schön. Hören wir uns mal ein bisschen die Musik an, ne? So, langsam. Ula! Man muss sie auch mal ein bisschen langsamer machen. Ich bin ein ganz normales Mädchen und laufe ganz normal den Weg entlang. Ich bin nicht besser als andere. Sie wird der... Danke, dass es so schnell weg ist. Upsa. Langsam. Hey, du. Überleih Elgona 2. Was willst du? Ich habe gehört, dass es hier kaum Benzin gibt. Kaum ist das falsche Wort. Benzin ist so gut wie nicht zu bekommen. Ich würde den frierenden Kindern gerne mal eine warme Suppe kochen, aber das geht nicht. Der Benzinpreis ist fast schon lächerlich hoch. Keine Sorge, ich helfe Ihnen bei Ihrem Benzinproblem. Oh ja, das machen wir. Wir haben ein Herz aus Gold. Oh, hier laufen Schinkenwurst und Ende Orange rum. Voll geil. Ja, du? Das ist die Gravi-Frau. Ich habe etwas für den zornigen Tausendfüßer zu besprechen. Etwas mit ihm. Hast du etwas zu essen? Ich bin so hungrig. Tut mir leid, ich habe kein Essen dabei. Der arme Kleine. Die Kinder hier bekommen nie genug zu essen. Und jetzt muss er leider verhungern und sterben. Einen elendigen, qualvollen Tod. Oh, das Grunzi! Ich nenne es Topik. Jo, was geht? Könnten Sie mir dabei helfen, das hier überall zu verteilen? Aber... Ist das Benzin? Wo hast du nur so viel bekommen? Nur die Einwohner von Lai Havina haben genug Geld, um so viel zu kaufen. Ich habe dort eine Frau geholfen. Als eine Art Belohnung für meine Hilfe... Danke, du weißt nicht, was das für uns bedeutet. Ich werde es unter allen verteilen, aufteilen. Oh, wir haben was Gutes gemacht. Wo ist sie hin? Okay. Ich höre jemanden. Ist sie das? Okay. Interessant, dass wir sofort hier oben sind. Soldaten, haben Sie herausgefunden, dass ich hier bin? Mir ist langweilig, was könnte ich nur Aufregendes anstellen? Nicht mal all die Benzinverschwenderei auf meinen wilden Partys kann mich begeistern. Das hat sie mit all dem Benzin gemacht? Ich glaub's nicht, ey. Ich hasse Reiche. Gnädige Frau, es gibt Pläne für einen neuen Vergnügungspark. Wirklich? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Aber haben wir denn überhaupt genug Land hier oben? Oh, er soll in Laigona errichtet werden. Da gibt es eine Insel, die wie geschaffen ist. Also werden wir den Park dort aufbauen. Und was passiert mit den Bewohnern, die dort leben? Hört sich großartig an. Der Park soll so schnell wie möglich dort errichtet werden. Ich habe meine Truppen bereits angewiesen, sich darum zu kümmern. Wir räumen... Boah, ich hasse diese Typen alle hier. Wir räumen die Insel und werden direkt die Baumaßnahmen einleiten. Ist sie ernst? Was? Moment, du bist doch das Mädchen aus... Hoppla! Soldaten, Alarm! Wir haben den Stifter. Ich muss Lisa warnen. Und tschüss. Na, wollt ihr mitkommen? Ich will zu meiner Mami!
Okay, alles klar. Was für Pisser. Ja, mit Bangers Hilfe können wir die Hausbootflotte vielleicht retten. Bin immer sehr gespannt. Alter, die sind so unfassbar, wie herzlos diese Frau war. Das ist voll die Fotze. Boah, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, ja, Schnauze. Wie kann man nur so scheiße... Was denken sich die Menschen in Havina nur? Nichts! Die sind alle dumm. Wir shiften echt langsam. Also wir waren schon mal schneller. Möchte ich nur mal anmerken. Wir waren schon mal deutlich schneller. Im ersten Teil. Da ging das Shiften, glaube ich, wirklich viel schneller. Hätte auch ein Rudi nehmen können, oder? Nö, hätte ich nicht. So, Lisa! Niemand da. Lisa, hör zu. Irgendwas Schlimmes geht dir vor. Achso, sie ist doch da. Was denn jetzt wieder? Garnisonstruppen rücken auf Lai-Agona vor, um die Einwohner von ihrer Insel zu vertreiben. Und alles nur für einen dämlichen Vergnügungspark. Verstehe. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Die Starken beuten immer die Schwachen aus. So ist das Leben. Wenn wir uns auf ihre Seite stellen, sind wir als Nächste dran. Aber wo sollen sie hin? Wir haben nicht genug Ressourcen, um allen zu helfen. Vergiss es, dann werde ich eben selbst gehen. Nix da, warte. Markierung. Eile zur Hausbootflotte. Was ist Lisa los? Jetzt muss ich allein zur Flotte. Ja. Das kriegen wir schon hin. Was ist ein Kanonsbund? Ich muss es abfangen.